So, dann schauen wir doch mal, wie das Date sonst noch hätte verlaufen können. Und in diesem Fall treffen wir. Naja, ich hatte versprochen, Miljum hier zu treffen. Soll ich reingehen und warten? Ich glaube, ich bin ein wenig früh hier. Hey, Rien! Hey, du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Ich schätze, du hast jetzt das Areal genug erkundet, Miljum. Nö. Aber ich wollte dich nicht länger warten lassen. Also, da bin ich. Na, dieser Ort hat sich überhaupt nicht verändert. Es fühlt sich großartig an, wieder hier zu sein. Ja, das tut es. Naja, wo wir schon mal hier sind, wollen wir uns drin ein bisschen umsehen? Ich bin ganz neugierig, wie die Dinge oben aussehen. Oh ja, da bin ich auch neugierig. Zimmer ist so geil. Ach, ja. Fühlt sich ein bisschen seltsam an. Dass Crows Raum jetzt ganz leer ist. Ich meine, Crow und ich, wir sind ja Klasse 7 am gleichen Tag beigetreten. Also war er für mich quasi immer da. Ja, das trifft wohl zu. Wir waren alle ziemlich überrascht, dass wir am selben Tag plötzlich zwei neue Klassenkameraden bekamen. Das ist ja schon ungewöhnlich genug, ohne dass einer von denen denn noch spielsüchtig ist und der andere, naja, halt du warst. Ja, ich kann nicht abstreiten, dass durch uns die Dinge lustiger geworden sind. Ja, das kann man wirklich nicht abstreiten. Aber ich hoffe, wir waren nicht die einzigen, die Spaß hatten, oder? Du hattest doch auch Spaß. Gib's zu. Ja, auf jeden Fall. Das war das erste Mal, dass ich am Schreibtisch saß und gelernt habe und den ganzen Kram. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel Spaß dran habe. Ich hatte so viel Spaß, da habe ich manchmal total vergessen, warum ich überhaupt zur Akademie geschickt wurde. Naja, wenn das Spaß für dich war, dann ist es umso mehr ein Grund, dass wir die Dinge wieder so hinkriegen, wie sie früher waren. Wir werden Crow nach Hause holen. Es auch in einem Stück werden wir den Krieg überleben. Und dann werden wir zurück ans Lernen gehen und all den Spaß haben mit unseren Klassenkameraden wie sonst auch. Lately. Rin, weißt du, in letzter Zeit, da fühle ich mich ein bisschen seltsam, als stünde ich neben mir. Ach, und wie kommt das? Every time I think about how we'll have to fight Crow, my chest hurts. It wasn't like this before. Jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, dass wir vielleicht wieder Crow bekämpfen müssen, dann tut mir mein Brustkorb weh. Und das war früher nicht so. I don't know why either.
It's not like I've hurt myself there or anything. Und ich weiß auch gar nicht wieso. Ist ja nicht so, dass ich mich verletzt hätte oder dergleichen. He's C. He's our enemy now and we need to fight him. Er ist ja C. Er ist unser Feind und wir müssen ihn bekämpfen. So, I don't know why I feel this way. It's all new to me. Also weiß ich gar nicht, warum ich mich jetzt so fühle. Ach, das ist alles völlig neu für mich. Was du fühlst, ist doch völlig normal. Crow ist unser Klassenkamerad, auch wenn wir momentan auf unterschiedlichen Seiten kämpfen. Bleibt er dennoch einer von uns. Und gegen einen Freund zu kämpfen ist niemals leicht. Es schmerzt, jemanden bekämpfen zu müssen, an dem einem etwas liegt. Also ist da überhaupt nichts Seltsames an deinem Gefühl, Milium. Es ist ganz normal, so zu fühlen, wie du es tust. It is? Tatsächlich? Maybe it is for you, but I don't know if it's such a good thing for me to feel like this as an Ironblood. Naja, vielleicht ist es für dich so, aber ich weiß nicht, ob das für mich so eine gute Idee ist, derartige Gefühle zu haben als Ironblood, verstehst du? These feelings might get in the way of me doing my work in the future, so I'd probably be better off without them. Derartige Gefühle könnten mir einmal im Weg stehen, wenn ich meine Arbeit in der Zukunft erledige. Also ging es mir ohne die bestimmt besser. Ja, das kann schon sein, aber ich freue mich immer noch, dass du dich so fühlst. Huh? Why is that? Wieso das denn? Mir wird sicherlich nicht jeder zustimmen, aber ich denke, es ist wichtig zu wissen, wie es sich anfühlt, traurig zu sein oder Schmerzen zu empfinden. Wir streben danach, gütig zu sein anderen gegenüber, weil wir genau wissen, wie es ist zu leiden. Und nur indem wir die Traurigkeit überwinden und den Schmerz, wachsen wir als Menschen. Ich persönlich sage, dass dadurch, dass du jetzt Schmerz fühlst, du langsam erwachsen wirst. Dieser Krieg ist schrecklich, aber indem du dir deinen Weg hindurch kämpfst, hast du Gefühle bekommen, die dich für immer verändern werden. You think? Meinst du echt? Ja, und zwar auf die beste Art und Weise. Für mich und auch für den Rest unserer Klasse. Und natürlich auch für dich. Aber wie du schon sagtest, du fängst erst an damit. Du hast noch viel Wachstum vor dir. Und ich möchte dich dabei auf jedem Schritt begleiten und auf dich Acht geben. Wow. I'll never figure out how you don't burst out laughing in the middle of all those mushy speeches. Ich werde es einfach nie begreifen, wie du nicht plötzlich in Gelächter ausbrichst, wenn du diese komischen Reden hältst. We're classmates, but you barely know anything about me if you think about it. Wir sind ja Klassenkameraden, aber eigentlich weißt du doch gar nichts über mich. Ja, da hast du wohl recht. Ich weiß gar nichts über deine Vergangenheit, wie du zu einer Ironblood wurdest oder welche Verbindung du zu Altina hast. Aber das ist vielleicht gar kein so großes Problem, wie du denken magst. Es ist alles so simpel, verglichen mit der einen Sache, die wir mit Bestimmtheit wissen. Wir sorgen uns alle um dich. Uns liegt etwas an dir. That's so. Oh, ist das so? You love me that much, huh? Hast du mich wirklich so gern? So you gonna marry me when I'm all grown up and hot and stuff? Also wirst du mich später mal heiraten? Ja, wollen wir jetzt keine Dinge übereilen. Aber dennoch, ich meinte alles, was ich sagte. Und wenn dieser
wenn diese ganze Geschichte vorbei ist, dann kannst du all diese neuen Gefühle, die du bekommen hast, benutzen und dich hier an der Akademie weiterentwickeln. Roger. Okidoki. So, dann schauen wir doch mal, wie die Verabredung hätte sonst laufen können. Und zwar mit... der heiligen Leanne Sandlot. Ich meine Laura. Soll ich reingehen und auf sie warten? Ich glaube, ich bin ein wenig früh hier. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du schon hier bist. Hey, Laura. Hast du dich inzwischen um alle Sachen gekümmert? Ich glaube schon. Es fühlt sich wirklich seltsam an, hier zurück zu sein. Es war ein langer Weg, um hierher zurückzukehren. Und dennoch sind wir zurückgekehrt. Dieses Gebäude beinhaltet so viele Erinnerungen für uns. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu zählen. Ja, das auf jeden Fall. Naja, da wir schon mal hier sind, wollen wir uns innen ein bisschen umsehen? Ich bin neugierig, wie die Dinge oben aussehen. Ja, das würde mir gefallen. Man erkennt sofort Lauras Zimmer. Erstmal Picobello aufgeräumt, dann ein riesiges Schwert an der Hand. Ich weiß nicht warum, aber ein kleiner Teil in mir hatte erwartet, Crow hier zu finden, wie er auf uns wartet. Also nicht direkt erwartet, aber es war eine kleine Stimme in meinem Kopf, die sagte, was wenn er da wäre? Da kann ich dir keine Vorwürfe machen. Mir ging es ganz genauso. Aber stattdessen ist er ein weiteres Hindernis, was wir überwinden müssen. Ein Hindernis von vielen. Ja, wir müssen in der Lage, oder bislang waren wir in der Lage, uns jeder Herausforderung zu stellen, die auf unserem Weg lag. Warum sollte es bei unserem Kampf Crow nach Hause zu bringen, nicht genauso sein. Ja, das ist eine gute Art und Weise, die Sache zu sehen. Nichts hat die Chance, als Sieger hervorzugehen gegenüber die geballte Macht von Klasse 7 oder gegen unsere beiden Schwerter. Speaking of, Rean. Wo wir gerade davon sprechen, Rean. I realize I've asked this once before, but do you like the path of the sword?
Mir ist bewusst, dass ich dich das schon einmal gefragt habe, aber magst du den Weg des Schwertes? Boah, bei dem Bild eben, da merkt man auch, dass Laura ein Stückchen erwachsener geworden ist. Ja, wo ich das höre, das bringt Erinnerungen zurück. Du hast mich wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, als du mich das damals in Keldic gefragt hast. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du das wieder im Kopf hast? I was just curious. Ach, ich war einfach neugierig. It feels as though after our impending battle, things will never be the same. Ich habe einfach das Gefühl, dass nach unserer bevorstehenden Schlacht die Dinge nie wieder so sein werden wie früher. And so before that happened, I wanted to hear your answer one more time. For all I know, that answer's changed. Und deshalb möchte ich gerne, bevor das geschieht, noch einmal deine Antwort hören. Soweit ich weiß, hat sich die Antwort geändert. Ah, okay. Nein, es hat sich nichts geändert. Meine Antwort heute ist die gleiche Antwort wie die Antwort gestern. Die Schwertkunst ist ein Teil von mir. Sie war schon immer da und sie wird auch immer da bleiben. Es geht dabei nicht darum, ob ich sie mag oder nicht. Es ist einfach ein Teil von mir, ein Teil meiner Persönlichkeit. Sowohl meine Schwertkampfkunst als auch mein Schwert sind in gewisser Art und Weise ich. Maybe you'll be happy to know that my feelings on the subject haven't changed either. Vielleicht macht es dich froh zu wissen, dass meine Gefühle zu dem Thema sich auch nicht geändert haben. My stance and my resolve are the same as they ever were. Meine Haltung und meine Entschlossenheit sind die gleiche, wie sie immer waren. I stake my pride, my soul, my very being on my blade and wield it to attain ever greater heights. Ich wahre meinen Stolz, meine Seele, mein Ich selbst, all das ruht auf meiner Klinge. Und ich führe meine Klinge, um noch größere Höhen zu erreichen. That is what it means to me. Why I value it above all else. Und genau das bedeutet es mir, warum ich das Schwert über alles andere schätze. Or so I say. I'm conflicted to tell you the truth. Oder eigentlich müsste ich sagen, ich bin in einem Konflikt, um ehrlich zu sein. Ein Konflikt? Worüber denn? In both my time at the Academy and during these past few weeks of fighting alongside one another. Sowohl in der Zeit an der Akademie und auch in den letzten paar Wochen, wo wir Seite an Seite gekämpft haben. I seem to have found something else just as precious to me. Da gab es etwas, das mir genauso wichtig war wie das Schwert. Willst du damit andeuten? I've now discovered a new reason to fight. One that differs from the reason I fought for all this time. Ich habe jetzt einen weiteren Grund gefunden, für den es sich zu kämpfen lohnt. Und zwar einen Grund, der sich von dem Grund unterscheidet, weswegen ich bislang gekämpft habe. And that reason gives me more courage and power than I've ever felt before. Und dieser Grund gibt mir mehr Mut und Kraft, als ich jemals zuvor hatte. Never could I have imagined there would be anything that would mean as much to me as my path of the sword. Ich hätte mir nicht vorzustellen gewagt, dass es irgendetwas geben könnte, was mir genauso viel bedeuten würde wie mein Weg des Schwertes. At least not until I met you. Zumindest nicht, bevor ich dir begegnet bin. Laura. Rain. I think I love you. Rain, ich
Ich glaube, ich liebe dich. At first we were just friends, but now I see you as something far more. Zuerst waren wir nur Freunde, aber mittlerweile sehe ich viel mehr in dir. That's why I need to know. Und deshalb muss ich es wissen. Do you feel the same way about me too? Fühlst du auf dieselbe Art und Weise? Ja, eigentlich wollte ich ja derjenige sein, der es zuerst sagt. Aber diesmal hast du wohl gewonnen. Ich hatte immer das Gefühl, als Mann wäre das mein Job. Sorry, that was presumptuous of me. I'm simply not used to these sort of things. Oh, das tut mir leid. Das war mir so nicht klar. Ich bin derartige Dinge einfach nicht so gewohnt. Nein, mach dir keine Sorgen. Es gibt keinen Grund, weswegen du dich entschuldigen müsstest. Ich habe dich von jeher immer bewundert. Seit unserem ersten Tag hier. Deine Schwertkampfkunst ist so elegant, so stark und so schön. Es hat mich völlig gefesselt. Die Schwertkampfkunst und natürlich auch du. Du bist genauso stark wie zuverlässig. Aber die feminine Seite, die du von Zeit zu Zeit mal zeigst, ist begehrenswert. Ich war immer glücklich, Teil deiner Klasse sein zu dürfen. Aber einen Ort zu haben, wo wir beide uns verbessern können, das macht mich am glücklichsten. Truly? Wirklich? Ich liebe dich auch, Laura. Auch nachdem wir unseren Abschluss gemacht haben, möchte ich an deiner Seite weitergehen. Dem Pfad des Schwertes folgend. Und ich hoffe, dass wir eines Tages die Höhen erreichen, die wir anstreben. Gemeinsam. Ha! Ich bin froh, dass ich endlich die Gelegenheit bekam, es auszusprechen. Laura. I had no idea it would make me this happy to hear you say you love me. Ich hatte keine Ahnung, wie glücklich es mich machen würde, wenn du sagst, dass du mich liebst. My face feels like it's on fire from blushing so much. Mein Gesicht glüht geradezu, so erröte ich. Ha, es geht mir doch genau dieselbe Art und Weise. Ich fühle doch genau dieselbe Art und Weise. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft für uns bereithält. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass ein Krieg wie dieser sich uns in den Weg stellt. Wie du schon sagtest, es gibt eine Menge Hindernisse, die wir überwinden müssen. Und indem wir unsere Hindernisse überwinden, beweisen wir, dass wir noch zu viel mehr in der Lage sind. Yeah. We will. Ja, das werden wir. May we both wear the way of the sword proudly and together protect our friends and our future. Mögen wir beide den Weg des Schwertes stolz beschreiten und gemeinsam unsere Freunde beschützen und unsere Zukunft. Ja, dann schauen wir doch mal, wie unser Abend sonst noch hätte verlaufen können. Vielleicht mit Vieh.
Tut mir leid, dass ich dich hab warten lassen. Hey, kein Grund zur Sorge. Ich habe ja nicht für lange gewartet. Hast du dich um alle Angelegenheiten gekümmert, was du noch erledigen wolltest? Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du immer noch im Garten. Ja, Edel und ich haben ein wenig ausgesät. Ich habe sie selbst gefunden. Wirklich? Ich kann gar nicht abwarten, wie sie denn erblühen. Fühlt sich irgendwie nett an, wieder zu Hause zu sein. Besonders nach so langer Zeit. Ja, da kommen Erinnerungen zurück. Und jetzt, wo wir hier schon mal sind, was hältst du davon, mal reinzugehen und sich ein bisschen umzusehen? Ich bin neugierig, wie es oben aussieht. Ja, klingt gut. Ich frage mich, ob Crow irgendwelche Pläne hat, zu uns zurückzukommen. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Zumindest nicht aus freien Stücken. Es ist klar, dass er an das glaubt, was er macht. Ich habe wieder und wieder geschworen, dass wir ihn zurückholen. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach sein wird. Aber sowas hat uns früher nicht abgeschreckt und wird uns auch heute nicht abschrecken. Wir werden ihn zurückbringen, ganz egal, was geschieht. Ja, wir werden nicht verlieren. Nicht gegenüber Xeno und Leo. Ja, diese beiden bekämpfen zu müssen, muss schwer für dich sein. Niemand möchte die eigene Familie bekämpfen. Ja, aber gerade deswegen darf ich mich gegen die beiden auch nicht zurückhalten. Wenn die bei mir auch nur einen Hauch zögern sehen, dann werde ich sie niemals überwinden. Ich glaube, für Crow trifft das Gleiche zu. Ja, ich schätze, da hast du recht. I've always wanted to find a family. Ich wollte immer eine Familie finden. Even my earliest memory has me wandering lost on a battlefield, trying to find somewhere I could belong. Die älteste Erinnerung, an die ich zurückdenken kann, ist, wie ich einsam auf dem Schlachtfeld umherlaufe und einen Ort suche, zu dem ich gehören kann. But eventually, I found one. Zephyr. Und den fand ich dann auch. Ich fand Zephyr. They gave me a place to call home. Showed me a warmth only a family can provide. And always looked out for me. Sie gaben mir einen Ort, den ich Heimat nennen konnte. Sie zeigten mir die Wärme, die nur eine Familie bieten kann. Und sie haben sich ständig um mich gekümmert. Ein Ort, den man Heimat nennen kann, was? Then we lost our boss, and the family who'd given me all of that decided to leave me behind. Und dann haben wir unseren Boss verloren. Und die Familie, die mir all das gegeben hat, entschloss, mich zurückzulassen. And I realized how weak I really was. Und da begriff ich, wie schwach ich doch war. On my own, I was nothing. Auf mich allein gestellt, war ich gar nichts. I always relied on them to keep me safe. But I couldn't do anything for them in return.
Ich habe mich immer auf sie verlassen, dass sie mich in Sicherheit behalten. Aber ich konnte nichts für sie tun als Gegenleistung. After that, Sarah took me in, and I wound up joining Class 7. Danach hat mich dann Sarah aufgenommen, und so gelangte ich in Klasse 7. For the first time in my life, I was around people who needed me just as much as I needed them. Und das erste Mal in meinem Leben gab es Leute, die mich genauso sehr brauchten, wie ich sie brauchte. For the first time, I could protect them just as much as they protected me. Das erste Mal im Leben konnte ich sie beschützen, genauso wie sie mich beschützt haben. I found myself part of a completely different kind of family. One I didn't even know existed. Auf einmal war ich Teil einer ganz anderen Familie. Eine, von der ich niemals gewusst habe, dass sie existiert. And I'm so grateful to Class 7. And especially you, for giving me that. Und ich bin Klasse 7 so dankbar. Und besonders dir, weil du mir das gegeben hast. I still want to ask them why they all left me behind. Ich möchte sie noch immer fragen, warum sie mich zurückgelassen haben. But more than that, I want to show off the new family I found. I want them to see how well I'm doing now. Aber was mir noch viel wichtiger ist, ich möchte ihnen meine neue Familie zeigen, die ich gefunden habe. Ich möchte, dass sie sehen, wie gut es mir inzwischen geht. Zeno and Leo were always important to me. But that's why I want to let them know just how important all of you are too. Xeno und Leo waren mir immer sehr wichtig. Aber deshalb sollen sie ja auch erfahren, wie wichtig ihr mir alle seid. Ja, das ist ein ganz schönes Kompliment. Dann machen wir mal alles in unserer Macht Stehende, damit du uns vorzeigen kannst. Thanks. Ja, danke. It's weird. There's all kinds of ways to form a family, right? Es ist doch seltsam. Es gibt alle Arten, eine Familie zu gründen, oder? And it's easy to find where everyone else fits in ours. But you're just kinda different. Und es ist leicht herauszufinden, wo jeder sonst seinen Platz in unserer hat. Aber du bist irgendwie anders. Auf welche Art und Weise? Elisa, Laura, Emma and Sarah are like older sisters to me. Milliam's obviously my annoying kid sister. Elisa, Laura, Emma und Sarah sind wie ältere Schwestern für mich. Milliam ist natürlich meine nervige kleine Schwester. Machias, Eusis and Gaius are like my big brothers. And so's Crow, I guess. Machias, Eusis und Gaius sind wie meine großen Brüder. Und Crow vermutlich auch. But I don't think of you like that. You're not like a sibling, but something else. Something closer. Aber du bist für mich nichts dergleichen. Du bist nicht wie ein Bruder, sondern irgendwas anderes. Etwas Näheres. I can't put it into words, though. Aber ich kann es irgendwie nicht mit Worten ausdrücken. Vieh. Mir geht es doch genauso, was dich betrifft. Du bist mehr als nur Familie für mich. Und ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben. Du bist vielleicht ein wenig jünger als die meisten von uns, aber du kämpfst härter, um die zu verteidigen, die zu beschützen, die du liebst. Und zwar mehr als irgendjemand sonst, den ich kenne. Und du bist genauso wichtig für mich, wie ich für dich bin. Vielleicht sogar noch mehr. Good. Gut. Aber wir haben morgen noch zu arbeiten. Die Zukunft der Familie Klasse 7
liegt in deinen Händen. Ja. Ja, wie wäre es denn wohl gewesen, wenn wir den Abend mit jemand anderem verbracht hätten? Zum Beispiel mit Emma. Tut mir leid, dass ich so spät bin, Rian. Ich hoffe, du musstest nicht lang warten. Oh, mach dir deswegen keine Sorgen. Ich bin auch gerade erst gekommen. Und, alles erledigt? Ja, da drüben im alten Schulgebäude scheint alles in Ordnung zu sein. Und dieses eine Mal hat sich sogar Celine nett verhalten. Ha, was du nicht sagst. Hier zu sein erinnert wirklich an alte Zeiten, oder? Ich habe so viele schöne Erinnerungen in diesem Gebäude. Ich kann sie gar nicht alle zählen. Ja, und da wir gerade hier sind, wollen wir uns drinnen mal ein bisschen umsehen. Ich bin neugierig, in welchem Zustand wir die Dinge da oben zurückgelassen haben. Ja, das klingt spaßig. Damals hätte ich nicht geglaubt, dass Crow ein Erwecker wäre. Oder dass er ausgerechnet mit Misty von der Abendtime zusammenarbeitet. Ja, da sind wir schon zwei. Wenn ich an die Prüfung denke, die wir bestehen mussten, dann ist es schwer zu glauben, dass er so etwas ganz alleine geschafft hat. Tja, da fragt man sich wirklich, weißt du, wir hatten seine Hilfe, als wir die Prüfung gemacht hatten. Seine Entschlossenheit muss unglaublich gewesen sein, so etwas alleine durchzuziehen und dann noch siegreich davon zu gehen. Und ich habe das Gefühl, dass er es auch mit uns allen alleine aufnehmen könnte, wenn es drauf ankommt. Und wenn wir ihn mit nach Hause bringen wollen, dann müssen wir ihm zeigen, dass wir noch sturer und entschlossener sind als er selbst. Ich glaube, das können wir ihm Punkt für Punkt klar machen, solange du nur da bist. Und da ich die Hexe bin, die zu deiner Leitung und der von Valimar da ist, habe ich vor, das auch bis zum Ende mit anzusehen.
Danke, ich verlasse mich auf dich. Rean, I've been thinking lately. Rean, in letzter Zeit habe ich viel nachgedacht. Somewhere along this journey we've taken together, I finally felt glad to have been born a witch. Irgendwo auf unserer Reise, die wir gemeinsam absolviert haben, habe ich auf einmal das Gefühl entwickelt, froh darüber zu sein, eine Hexe zu sein. If I hadn't, I might never have enrolled at this academy. Denn wenn ich keine Hexe wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch niemals bei der Akademie eingeschrieben. And if I'd never come here, I would never have met everyone in class 7 and I wouldn't have met you. Und wenn ich nicht zur Akademie gegangen wäre, hätte ich auch niemanden aus Klasse 7 kennengelernt. Und ich hätte dich nicht kennengelernt. Ja, da bin ich aber froh, dass du es gemacht hast. Mit all dem, was wir durchgestanden haben. Wenn es da jemand anders gewesen wäre, der mich geführt hätte. Da bezweifle ich, dass wir so weit gekommen wären. I'm happy to know you think so. Da bin ich froh, dass du so denkst. Before I came to the academy, and even well after I'd started here, I lived to fulfill the duties expected of me as a witch. Bevor ich zur Akademie gekommen bin, und sogar noch eine gewisse Zeit, als ich hier schon war, habe ich mein Leben nur geführt, um meine Pflichten zu erfüllen, die von mir als Hexe erwartet wurden. I've been that way ever since I was little. But all that time, I had no idea of the real significance behind everything I was doing. So war es schon immer, seitdem ich klein war. Aber die ganze Zeit hatte ich keine Ahnung, welche wahre Bedeutung hinter all dem steckte, was ich tat. My life as a witch was so all-encompassing, I couldn't really see anything else. Mein Leben als Hexe hat mich so in Beschlag genommen, da habe ich außerdem gar nichts wahrgenommen. Emma. It was after I started here at Thor's that things started to change. Erst nachdem ich hier bei Thor's angefangen habe, haben sich die Dinge begonnen zu verändern. I may have come here to keep watch over the fate that awaited Valimar and the one he chose as his awakener. Vielleicht bin ich hierher gekommen, um über das Schicksal zu wachen, das auf Valimar wartete und auf seinen erwählten Erwecker. But I feel so much more than that now. Aber mittlerweile fühle ich so viel mehr. Instead of just watching over you, I want to stand with everyone and fight alongside you as an equal. Anstatt nur über euch zu wachen, möchte ich an eurer Seite sein und als Gleichgestellte mit euch kämpfen. I don't want to be someone who just watches things happen. I want to be there with Class 7, no matter what's in store. Ich möchte keine bloße Beobachterin sein. Ich möchte mit Klasse 7 zusammen sein, egal was geschieht. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Du hast immer nach uns gesehen und so viel wie möglich getan und uns unterstützt. Und zwar auf mehr Art und Weisen, als wir wirklich bewusst, wie uns wirklich bewusst wurde. Ich bezweifle, dass es so gewesen wäre, wenn du nicht ein Teil davon gewesen wärst. Also deshalb möchte ich noch einmal Danke sagen, dass du es durchgehalten hast, durch all die guten und schlechten Zeiten. Und da spreche ich wahrscheinlich im Namen aller. I owe you guys a lot of thanks too. Ja, ich schulde euch Leuten auch jede Menge Dank. Some days the only reason I was able to keep doing my part as Class 7's president is because everyone... An manchen Tagen ist der einzige Grund, warum ich in der Lage war, meine Pflicht als Klassensprecherin von Klasse 7 zu erfüllen, weil alle... Well, maybe. Naja, vielleicht. Not everyone. It's because you accepted me for who I was, Rean. You must have had so many questions, but you were always so patient and kind.
Naja, vielleicht nicht alle. Wohl eher, weil du, Rian, mich so akzeptiert hast, wie ich bin. Du musst so viele Fragen gehabt haben, aber du warst immer so geduldig und so freundlich. Oh. Emma. Der einzige Grund, warum ich glaube, dass ich in die Schuhe des Erweckers passe, ist, weil du da bist, um mich zu leiten. Als ich das erste Mal herausgefunden habe, was ich tun musste, war ich total verwirrt. Ich habe überhaupt nicht begriffen, was da vor sich geht. Aber mit dir an meiner Seite, wie du mir den Weg zeigst, begann ich das Gefühl zu entwickeln, dass ich es vielleicht sogar hinbekommen kann. Is that so? Oh, wirklich? Emma, ich liebe dich. Ganz egal, was das Schicksal für mich noch auf Lager hat. Ich habe beschlossen, dass ich mich ihm stellen werde. Denn solange ich dich an meiner Seite habe, weiß ich, dass egal welche Herausforderung auf mich wartet, dass ich mich ihr stellen kann. Wirst du bei mir bleiben? Of course! Ja, natürlich! What would Grandmother and Vita say if they could see me now? Oh je, was würden Großmutter und Vita jetzt wohl sagen, wenn sie mich so sehen? This isn't exactly a respectable path for a witch to take. Das ist wohl nicht ein verantwortungsvoller Pfad für eine Hexe. Na, vielleicht nicht, aber wen kümmert's? Wir sind ja alt genug, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Und selbst wenn der Pfad steinig sein sollte, bin ich bereit, ihn zu bereinigen. Me too. Ich auch. Tja, wie wäre es wohl gelaufen, wenn wir den Abend mit jemand anderem verbracht hätten? Und zwar mit Alfin. So sieht es also innen drin aus. Oh, hallo, willkommen in unserem Wohnheim. Bist du fertig mit dem Gespräch mit dem Direktor? Ja, genau. Wir haben alles arrangiert für morgen. Ich hatte die freudige Gelegenheit, die Atmosphäre in der Akademie zu genießen. Falls es dann nochmal wieder ein Festival gibt oder dergleichen, dann muss ich selbst nochmal wieder vorbeischauen und mir das ansehen. Also hier haben du und deine Klassenkameraden so viel Zeit verbracht. Ja, so ein bisschen fühlt es sich an, als sollte ich gar nicht hier sein. Als ob ich in die private, kleine Welt von Klasse 7 eingedrungen wäre. Oh nein, doch überhaupt nicht. Du bist höchst willkommen.
Also, möchtest du, dass ich dir das Gebäude zeige? Ich bin neugierig, wie es oben aussieht. Naja, wenn du es schon anbietest, dann beginnen wir mit der Tour. Das war also früher Crows Zimmer. Sein Raum war ja genau gegenüber von deinem. Ja, er lebte dort allerdings nur für ein paar Monate. Aber ich kann mir niemand sonst vorstellen, der dort wohnen sollte. Es war ziemlich praktisch, ihn so nah dabei zu haben. Insbesondere als wir Pläne fürs Festival geschmiedet haben. Wir konnten einfach so in das Zimmer des anderen gehen, wenn wir was brauchten. Ihr beiden müsst einander ja so sehr vertraut haben. Und das macht die Tatsache, dass ihr beiden gezwungen wart, gegeneinander zu kämpfen, umso deprimierender. Warum musste es nur auf diese Art und Weise ablaufen? Naja. Auch wenn ich nicht bei euch sein kann, also nicht, euch nicht begleiten kann, werde ich für euren Erfolg beten. Das weiß ich zu schätzen. Und macht dir keine Sorgen, Eure Hoheit. Ich habe die volle Absicht, gegen ihn zu gewinnen und ihn genau hierhin zurückzuholen. Ich meine, wir haben ja dich an unserer Seite. Wie können wir da schon verlieren? Oh, Rian, du bist so ein Necker. Besides, I'm hardly the lovely, kind-hearted girl you think I am. Außerdem bin ich wohl kaum die liebevolle, gutherzige junge Dame, die du glaubst, dass ich bin. Pardon? At first, I was acting as a substitute for Elise, because she couldn't be near you herself. Zuerst war ich ja einfach nur ein Ersatz für Elise, weil sie selbst nicht in deiner Nähe sein konnte. I thought, if she couldn't support you, I would try to do so in her place. Ich dachte, wenn sie dich schon nicht unterstützen kann, dann mache ich das einfach an ihrer Stelle. And before I knew it, I found myself learning things about you that even she didn't know. Und bevor ich mich versah, lernte ich auf einmal Dinge über dich, die selbst sie nicht wusste. And the more I learned, the guiltier I felt. Guilty because knowing things she didn't made me feel, well, really happy. Und je mehr ich lernte, umso schuldiger fühlte ich mich auch. Schuldig, weil die Dinge, die sie nicht fühlen konnte, mich wirklich glücklich machten. Oh, das wusste ich ja gar nicht. And as if that weren't awful enough, I found myself wanting to know more and more. Und als ob das nicht schrecklich genug gewesen wäre, wollte ich immer noch mehr und mehr wissen. What right do I have to call Elise my best friend when I feel this way? Wie kann ich da noch Elise meine beste Freundin nennen, wenn ich derartige Gefühle habe? Ich fühle mich geehrt, das zu hören. Und du musst auch nicht glauben, das war einseitig, Eure Hoheit. Ich war glücklich, auch die ganze Zeit mehr über dich zu erfahren. You were? Tatsächlich? Ich habe gelernt, wie gerne du dir Streiche ausdenkst. Und wie hart du auch für das Volk deines Landes arbeitest, also für dein Volk arbeitest. Und wie klug du bist.
Und du umgibst dich immer selbst mit Würde und Stolz. Und ich habe auch gesehen, wie viel dir alle anderen so am Herzen liegen. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, dass deine anderen Interessen dadurch nicht hinten anstehen. This simply isn't fair. Oh, das ist einfach nicht fair. It's like I'm the only one getting worked up here, while you just play everything off, cool as a cucumber. Es ist so, als ob mich das Ganze nur bewegen würde, während du alles nur herunterspielst. Total cool. Well, whatever happens, it's all on you. I take no responsibility. Okay, was auch immer geschieht, ist alles deine Schuld. Ich übernehme dafür keine Verantwortung. When we find Elise, I'm gonna tell her everything and we'll talk it through. All night if need be. Sobald wir Elise gefunden haben, werde ich ihr alles erzählen. Und wir werden es komplett durchsprechen. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Oh! Perhaps working together as a team might not be such a bad idea. Vielleicht ist die Zusammenarbeit als Team gar keine so schlechte Idee. Warum habe ich auf einmal solche Angst? Anyway, none of this even matters if you don't come back alive tomorrow. So you have to, alright? Egal, dieses alles spielt eh keine Rolle, wenn du morgen nicht lebendig zurückkehrst. Also musst du das, verstanden? With Elise, of course. Natürlich mit Elise. Versprochen? Es würde mir im Traum nicht einfallen, da zu widersprechen. Wir beide werden zurück sein, bevor du dich versiehst. Also warte noch ein wenig, okay? I can't wait. Ich kann's nicht abwarten. Generell kann sie, glaube ich, nicht warten. Ja, und das war die letzte Geschichte, die ich euch noch präsentieren konnte. Die anderen Begegnungen muss ich dann in einem zweiten Durchspielen mal für mich privat ergründen. Und ihr könnt es ja vielleicht auch ganz anders machen, mit anderen Leuten euch verbünden. Ich fand das schöne, interessante Geschichten. Fand ich toll, dass sich die Entwickler dafür jede einzelne Person was ausgedacht haben. Und es war alles sehr passend. Also, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder.